Hey Leute, ich bin's wieder Silvi und heute sitze ich mit meinen Eltern hier, denn die beiden haben mal wieder ein neues Buch rausgebracht. Das Buch Ihr Start in die finanzielle Freiheit ist heute beim Verbal Verlag am 1.10.2021 erschienen. Und deshalb möchte ich meinen Eltern heute ein paar Fragen zum Buch stellen, damit ihr natürlich Bescheid wisst, worum es geht und so weiter. Jetzt ist das ja aber nicht euer erstes Buch, ihr habt ja schon mehrere Bücher geschrieben. Zuletzt erst Geldanlage für Anfänger, wo ja auch gerade erst die zweite Auflage neu erschienen ist. Da geht es ja auch um alles rund um Finanzen. Was unterscheidet jetzt dieses Buch? Ja, das ist richtig. In Geldanlage für Anfänger haben wir das Finanzwissen transportiert und der Unterschied zu unserem neuen Buch, Ihr Start in die finanzielle Freiheit, ist, dass es hier auch ganz stark um mentale Dinge geht. Also um die Fragen, warum geht man so mit Geld um, wie man mit Geld umgeht, was gibt es vielleicht für Blockaden in einem, die vermeiden, dass man finanziell erfolgreich ist. Und das ist so der wirkliche Unterschied, dass es auch um den Mindset geht, wie man mit Geld, was man für eine Einstellung zum Geld hat. Natürlich werden da auch Geldfragen geklärt, da kommen wir ja auch noch zu. Aber das ist wirklich so die Unterscheidung, dass jeder, der das Buch liest, mitgenommen wird in seine Vergangenheit und schauen kann, was kann ich denn aufräumen, damit es besser mit dem Geld funktioniert. Okay, und wie ist das Buch dann so aufgebaut? Also wie können sich das meine Zuschauer jetzt vorstellen? Naja, also wir schauen uns mit dem Leser zunächst mal seine finanzielle Vergangenheit an. Wir gucken, wie ist es so in der Vergangenheit gelaufen? Wie waren möglicherweise seine Prägungen oder Glaubenssätze, die er gehabt hat, die ihm vielleicht irgendwie im Weg gestanden haben, seine finanziellen Ziele zu erreichen? Dann schauen wir aber auch, wie kann man es denn jetzt besser machen? Wie kann man in die Zukunft gucken? Wie kann man seine Ziele umsetzen? Wir ermuntern den Leser zu überlegen, was für ihn wirklich wichtig ist, was wirklich für ihn zählt. Es geht ja nicht nur darum, reich zu werden, sondern es geht ja auch immer darum, persönliche Ziele zu erreichen. Und das wollen wir versuchen, mit dem Buch zu erarbeiten. Ja, sehr schön. Und es gibt natürlich aber auch, geht jetzt nicht nur um mentale Tipps, sondern wir gehen natürlich auch am Rande, oder nicht nur am Rande, aber der Leser wird auch mitgenommen, um Finanzwissen auch zu Welche bekommen, Geldanlagen was wichtig gibt es, ist. Wie ist es mit der Altersvorsorge? Wie kann er vielleicht mit Szenarien ausrechnen, wie es für die Altersvorsorge bei ihm aussieht? Also auch so notwendige Ziele werden bearbeitet. Aber es geht auch ganz stark darum, seine Träume weg von den Träumen hin zu Zielen zu transportieren, indem man sich Wege überlegt, wie man dorthin kommt. Sehr gut. Weil du ja auch vorhin Millionär erwähnt hast, es gibt ja viele Leute im Internet, die versprechen, sie wissen jetzt, wie es geht, Millionär zu werden. Wodurch unterscheidet ihr euch jetzt? Also ich weiß es natürlich, weil ich weiß, was ihr alles gemacht habt, aber meine Zuschauer natürlich nicht. Deswegen vielleicht könnt ihr da ein bisschen kurz was zu erzählen, was ihr schon alles gemacht habt. Ja, also wir bringen sehr viel Erfahrung im Bereich Beratung mit. Wir denken, wir haben über 5000 Gespräche bereits geführt. Seit über 20 Jahren beraten wir unsere Mandanten zu allen Fragen rund um Geld, um Erbschaft, um Finanzfragen, Versicherung. Und ich glaube, es gibt fast kein Thema, was wir noch nicht gesehen haben an Fragestellungen. Und was immer wieder so wie so ein roter Faden sich durchzieht, ist, dass man merkt, es geht nie nur um Geld alleine, sondern auch um andere Dinge. Und deswegen haben wir auch zusätzliche Ausbildung gemacht als Mentalcoach, als Meditationsleiterin, als Hypnotiseur, weil das alles Dinge sind, die uns dabei helfen, unsere Mandanten gut zu verstehen und gut zu beraten. Und jetzt wollen wir das durch das Buch auch einem breiteren Publikum zur Verfügung stellen. Ja, sehr gut. Aber die Millionärsfrage müssen wir noch beantworten. Ach so, ja. Dass viele das ja versprechen, dass man so leicht Millionär wird. Wir glauben nicht, dass es unbedingt leicht geht, aber wir glauben, dass es auch nicht darum geht, die Nullen auf dem Konto zu haben, sondern es geht darum, das zu erreichen, was man gerne möchte. Und dass man das mit Konstanz, mit Wissen, mit der Zeit und ganz viel Beharrlichkeit auch gut umsetzen kann, ohne dass es so ganz dramatisch schwer ist. Aber wir versprechen nicht den Reichtum auf Klick. Okay. Und uns ist natürlich auch wichtig, dass man nicht nur nur arbeitet, sich tot arbeitet, um möglichst schnell reich zu werden, sondern alle Bereiche im Einklang zu halten. Also, dass man auch gesund dabei bleibt, dass man Zeit für die Familie hat oder für seine Freunde. Das alles ein vernünftiges Konzept
einzubinden. Genau. Da haben wir dieses 5-Säulen-Modell im Buch auch vorgestellt, die was zeigt, wenn eine von diesen Säulen anfängt zu bröckeln, die Berufssäule, die Gesundheitssäule, dass dann auch so ein ganzes Konstrukt schnell kaputt geht, so toll vielleicht eine andere Sache geplant ist, zum Beispiel die Altersvorsorge. Ja, sehr cool. Und jetzt noch zum Abschluss eine letzte Frage, für wen ist jetzt dieses Buch geeignet? Also wer sollte jetzt zum Beispiel gleich in seinen Buchladen gehen oder auf den Link in der Videobeschreibung klicken und sich das Buch holen? Natürlich sollte sich das jeder holen, aber ganz besonders ist es natürlich für jeden, der seine Finanzen im Griff haben will, der irgendwie das Gefühl hat, mir fehlt noch so ein bisschen ja, die Einstellung, das Mindset oder auch noch so ein bisschen das letzte nötige Wissen. Es braucht gar nicht so viel, man muss keine Finanzen studieren, es genügt so ein gewisses Grundwissen. Jeder, der Ziele hat, die wirklich umsetzen will, für den ist es geeignet. Ja. Und auch für die Leute, die merken so, ich habe das eigentlich verstanden mit dem Geld, aber irgendwas hindert mich und nicht genau weiß, was das ist, weil vielleicht gibt es da irgendeine Blockade im Hintergrund, irgendeine Prägung, die ungünstig ist, die er von den Eltern oder Großeltern mitbekommen hat. Ich glaube, auch gerade die sollten in das Buch reinschauen. Und ich würde gerne noch am Ende einen Hinweis geben. Ja, wenn jetzt jemand das Buch gekauft hat, gibt es die Möglichkeit, den Kaufbeleg hochzuladen beim Gabal Verlag und dort einen Platz in unserem Webinar am 14.10. zu ergattern. Der Link ist auch in der Bio, wie du immer zu sagen kriegst. Und da freuen wir uns natürlich, wenn wir viele von denen, die heute das Video heute mit uns hier anschauen, dann auch dabei sind bei unserem Webinar am 14.10., wo wir dann diese Themen auch mal so ein bisschen ausführen und Anleitung geben, wie man mit dem Buch gut arbeiten kann. Ja, sehr cool. Vielen Dank. Jetzt wissen meine Zuschauer Bescheid. Ich danke euch für eure Zeit. Wir danken. Ja, klar. Liebe Zuschauer, ich wünsche euch viel Spaß beim Lesen. Wie gesagt nochmal, ihr findet das Buch in allen Buchhandlungen und natürlich im Link in der Videobeschreibung. Da ist ein Link. Und dann freue ich mich natürlich, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen. Tschüss.